Okkultismus-Nazis? Amerikanische Nazis? Und NASA-Nazis? Hitler made mistakes. And with this, I will correct them all. In den Indiana-Jones-Filmen sehen wir immer wieder ziemlich skurrile Darstellungen der Nationalsozialisten und ihrer Machenschaften. Wirkt alles wie Hollywood-Spinnerei, aber da ist mehr dran, als ihr denkt. Zusammen, Jack Pop hier. Es ist offiziell. Harrison Ford bekommt es in seinem 5. und hoffentlich letzten Indiana Jones Teil erneut mit Nazis zu tun. I'm retiring. Diesmal geht es um nichts Geringeres als die Mondlandung, bei der Hitlers Schergen ihre Finger mit im Spiel haben sollen. You stole it. Ob das alles Quatsch ist und wie realistisch die Nazis in den Filmen dargestellt sind, das klären wir jetzt mit dem Historiker unseres Vertrauens, mit Mirko Trotschmann. Aber bevor es losgeht, noch ein kleiner Disclaimer. Wir machen heute natürlich keine klassische Geschichtsstunde, sondern checken Szenen aus Hollywood-Filmen. Für mehr Einordnung zu dem gesamten historischen Kontext rund um Nationalsozialismus haben wir euch ein paar gute Videos von Mirko unten in die Infobox gepackt. Yes, sir. Also los geht's mit den Indie-Filmen, und zwar streng chronologisch, denn die Nazis begegnen uns gleich im ersten Teil, Jäger des verlorenen Schatzes. In Teil 1 sind die Nazis auf der Suche nach der sogenannten Bundeslade, einem jüdischen Heiligtum, das eine geheimnisvolle Macht beinhaltet, die ganze Armeen unbesiegbar machen soll. Klingt ganz schön nach Hollywood, aber die Bundeslade haben sich Spielberg und Co. nicht ausgedacht. Ihre Existenz ist zumindest biblisch überliefert. Danach soll es sich um einen Kultgegenstand handeln, der unter anderem die zwei Steintafeln mit den 10 Geboten beinhaltet. In Jäger des verlorenen Schatzes finden die Nazis diese Bundeslade auf jeden Fall und entfesseln ihre Macht in einem Ritual. Aber Mirko, sag mal, okkulte Nazis, gab's sowas wirklich? Ja, das klingt irgendwie schräg, oder? Und das ist es auch, denn der NS-Staat lehnte alles Okkulte offiziell ab. Schon 1933 wurden okkultistische und etliche religiöse Bewegungen als staatsfeindliche Sekten eingestuft. Es gab harte Strafen und viele dieser Leute endeten sogar in Konzentrationslagern. Der traurige Höhepunkt dieser Maßnahmen war die sogenannte Sonderaktion Hess, bei der 1941 bis zu 1000 Menschen verhaftet wurden. Dass die Sonderaktion Hess so heißt, ist kein Zufall und bringt uns auch zurück zur eigentlichen Frage. Die Verhaftungswelle folgte nämlich auf eine ziemlich krude Aktion von Rudolf Hess, immerhin Stellvertreter von Adolf Hitler. Der flog 1941 auf eigene Faust nach England, um mit dem Anführer der englischen Friedensbewegung, Douglas Hamilton, über einen Frieden zu sprechen. Und zwar, weil ihn zwei persönliche Horoskope dazu ermutigt hatten. Hat er selber gesagt. What? Ja, ihr habt richtig gehört. Ein sehr hochrangiger Nazi hat seine Politik von Horoskopen beeinflussen lassen. Aber allein war er mit seiner Faszination fürs Okkulte nicht. Heinrich Himmler zum Beispiel war fasziniert vom Neuheidentum, das Tieropfer und Rituale zur Zwergen- und Elfenbeschwörung beinhaltet. Er leitete sogar eine Expedition nach Finnland, um dort heidnische Gesänge aufzuzeichnen und Illustrationen von heidnischen Ritualen anzufertigen. Also schon wirklich sehr, sehr kurios und skurril. Auch Adolf Hitler selbst hielt sich für ein von der Vorsehung auserwähltes Wesen. Er behauptete, dass er während des Ersten Weltkriegs eine Stimme hörte, die ihn aufforderte, den Schützengraben zu verlassen. Unmittelbar danach sei der Graben tatsächlich von einer Granate getroffen und alle Kameraden Hitlers getötet worden. Von da an war Hitler überzeugt, für etwas Großes vorbestimmt und von einer überirdischen Macht beschützt zu sein. Diese Geschichte ist so übrigens nie passiert. Hitler war im Ersten Weltkrieg nämlich Meldegänger und leistete deshalb im relativ sicheren Regimentsstab hinter der Front seinen Dienst. Naja, hat ihm am Ende aber dann doch geholfen, diesen Personenkult um sich selbst zu pushen. Und dann können wir hier zumindest festhalten, okkulte Nazis, ja, die gab es tatsächlich. Aber Mirko, haben die jetzt auch wirklich an die Macht der Bundeslade geglaubt und danach gesucht? Die Nationalsozialisten suchten tatsächlich auch aktiv nach religiösen Artefakten. Wesentlich für den Anfang vom Jäger des verlorenen Schatzes war die Idee, dass die Nationalsozialisten eine Expedition in die Anden entsenden könnten. Und genau das haben sie gemacht, weil Himmler überzeugt war, dass das bolivianische Tiwanaku einst eine Kolonie der Arier aus Atlantis war. Die Nationalsozialisten waren ebenfalls auf der Suche nach dem Heiligen Gral, so wie wir es ja auch in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug sehen. 1935 beauftragte Himmler in einem geheimen Treffen, den Schriftsteller und SS-Obersturmführer Otto Rahn danach zu suchen. Die Idee, dass die Nazis also nach der Bundeslade gesucht haben, ist nicht so weit hergeholt. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass sie sie nie gefunden haben. Okay, dann können wir festhalten, Jäger des verlorenen Schatzes hat auf jeden Fall einige spannende historische Bezüge. Und mit der ganzen Story drumherum macht es den einfach zu einem Muss-man-gesehen-haben-Film. Ich fand ihn auf jeden Fall großartig,
Aber was ist denn euer liebster Film aus der Indiana Jones Reihe? Schreibt mir das mal in die Kommentare. In Indiana Jones und der letzte Kreuzzug lernt Indy in New York Walter Donovan kennen. Einen reichen Industriellen, der auf der Suche nach dem hier ist, dem Heiligen Gral. Also der Kelch, aus dem Jesus Christus getrunken haben soll. Und der verspricht im Film Macht, Erlösung und vor allem ewiges Leben. Um sein Ziel zu erreichen, kooperiert Donovan deshalb mit den Nazis. Er ist also quasi der verkörperte Kapitalismus, das pure, eigennützige Böse. Donovan, didn't I warn you not to trust anybody? Aber Mirko, sag mal, haben sich Spielberg und Co. diese krasse Figur von Donovan nur ausgedacht? Oder gibt es da tatsächlich eine historische Vorlage? Ja, es wäre schön, wenn ich sagen könnte, Donovan wäre nur ein Konstrukt für die Fiktion, aber leider gab es rund um den Zweiten Weltkrieg ziemlich viele Männer wie ihn. Als die USA auf Seiten der Alliierten in den Krieg eintraten, gab es dagegen richtig viel Widerstand. Nicht wenige hielten Roosevelt sogar für eine Marionette der Verschwörung jüdischer Bankiers, was natürlich kompletter Blödsinn war. Einige Jahre existierte in New York ein Zweig des Amerikanischen Bundes, einer nationalsozialistischen Organisation, und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Männer, die Indy zu Donovan bringen, zu genau diesem Bund gehört haben. Okay, wow. Damit haben wir auf jeden Fall die Figur von Walter Donovan geklärt. Aber wenn es jetzt wirklich ziemlich viele Männer wie ihn gab, wie viele waren das denn in den USA und wie öffentlich sind die auch aufgetreten? Das war jetzt kein Einzelfall. Schon Anfang der 1930er Jahre wurde in den Staaten die Organisation Friends of New Germany gegründet, die angeblich den Frieden zwischen Deutschland und den USA fördern wollte. Sie sorgte für viel Aufsehen, weil sie großflächig propagierte, dass Juden über das, was Deutschland ihnen angetan hätte, Lügen verbreiten würden. Es kam zum Boykott deutscher Waren und auch zu einer Ermittlung. Adolf Hitler, dem klar wurde, dass die Friends of New Germany ungewollte Aufmerksamkeit auf deutsche Aktivitäten in den USA lenkten, befahl allen Deutschen, sich aus der Gruppe zurückzuziehen. In dem Versuch, die Gruppe lediglich als eine Art deutsch-amerikanische Basisorganisation erscheinen zu lassen, setzte Hitler den eingebürgerten Amerikaner Fritz Kuhn als Leiter ein. Dieser Fritz Kuhn hielt Hitler für Deutschlands Retter und sich selbst für Amerikas Führer. Er richtete auf Long Island das Camp Siegfried ein, in dem Deutsch-Amerikaner schwarze Lederstiefel anziehen und für den Tag, an dem sie die USA regieren würden, trainieren konnten. Kinder in Uniformen marschierten dort in militärischer Formation an ihrem Führer vorbei, ihre Arme zum Hitlergruß erhoben. Ähnliche Camps wurden auch in anderen Städten in den USA gegründet. Kuhns größter Triumph war eine Versammlung im New Yorker Madison Square Garden 1939, bei der erschreckenderweise 20.000 Menschen teilnahmen, eingebettet in Hakenkreuze. Vor dem Krieg war es in den USA kein Verbrechen, Nazi zu sein und Hitlers Agenda zu unterstützen. Deshalb gibt es auch ein paar sehr prominente Beispiele dafür, sowohl in der Wirtschaft, zum Beispiel den Automogul Henry T. Ford, als auch in der Politik, wie zum Beispiel Joe Kennedy oder Prescott Bush. Der Großvater von George W. Bush arbeitete selbst nach dem Eintritt der USA in den Krieg, als es schon wichtige Informationen über die Pläne und Politik der Nationalsozialisten gab, weiter für Unternehmen, die Hitlers Aufstieg zur Macht finanzierten, und er profitierte von ihnen. Mindestens einer der ehemaligen Ankläger von Kriegsverbrechen der Nationalsozialisten argumentierte, dass Bushs Taten deshalb auch als Unterstützung des Feindes strafrechtlich hätten verfolgt werden sollen. Er deutete außerdem an, dass Prescott Bush mit diesen Geschäften den Grundstock für das Vermögen der Bush-Familie legte und half, sie als politische Dynastie zu etablieren. Profiteure der Nationalsozialisten in den USA sowie Walter Donovan gab es also zur Genüge. Okay, also auch Indiana Jones und der letzte Kreuzzug hat sich ordentlich historisch inspirieren lassen. Der Film spielt ja so ums Jahr 1938 und von da aus reisen wir jetzt mal 30 Jahre in die Zukunft, in die Zeit des Kalten Krieges, ins Jahr 1969. Im neuen Film Rat des Schicksals geht's um die erste Mondlandung. Der Sieg der USA gegen Russland im Space Race offenbart hier für Indy einige unangenehme Wahrheiten, die vor allem mit ihm hier zu tun haben. Jürgen Voller. Hitler made mistakes, and with this I will correct them all. Das ist ein Ex-Nazi, der von der NASA in den USA angeheuert wurde, was ja irgendwie auch Sinn ergibt. Immerhin hatte deutsche Ingenieurstechnik auch damals schon extrem guten Ruf. Oder Mirko? Ja, so ist es. Tatsächlich arbeiteten zur Mondlandung im Jahr 1969 mehr als 100 Techniker und Ingenieure aus Deutschland für die NASA. Das waren natürlich nicht alles Nationalsozialisten, aber zum Teil eben doch, zumindest ehemalige. Es handelte sich unter anderem um hochspezialisierte Wissenschaftler, die schon unter Hitler die Waffentechnik revolutioniert und Raketen gebaut hatten. Der Schurke Jürgen Voller in Indy 5 basiert wohl in Teilen auf dem deutschen Ingenieur Werner von Braun.
Der hatte erst für die Nationalsozialisten mächtige Raketen gebaut, darunter die berüchtigte V2, bei deren Produktion tausende Zwangsarbeiter starben. Und später entwickelte er Raketen für die NASA, darunter die Saturn-Raketen, die erstmals Menschen auf den Mond brachten. Von Brauns Faszination für den Mond reicht übrigens zurück in seine Jugendzeit. Schon mit 17 Jahren schrieb von Braun eine Science-Fiction-Geschichte mit dem Titel Lunetta, zu Deutsch Das Mondchen, in der der Erdtrabant mit Atomwaffen bestückt wird, um so den Weltfrieden zu erzwingen. Für die Verwirklichung dieses Jugendtraums war von Braun jedes Mittel recht. Er behauptete, Wissenschaft an sich besitzt keine moralische Dimension. Von Braun musste sich übrigens nie für seine NS-Vergangenheit vor Gericht verantworten. Er hat sich stattdessen in den USA großer Popularität erfreut. Okay, das ist auf jeden Fall heftig, zeigt aber eben auch, dass es eine konkrete historische Person als Vorlage für diesen Film gab. Auch wenn der in allen anderen Hinsichten natürlich kein akkurater Historienfilm sein möchte, denn Nazis beiseite, Indiana Jones Filme sollen uns ja vor allen Dingen unterhalten und haben vor allen Dingen eins zu bieten, knallharte Action. Großer Dank geht raus an Mirko fürs Erklären. Seid ihr doch mal bitte so lieb und flitzt mal rüber zu ihm. Lasst ein paar Grüße von uns da. Vielleicht einfach so einen Peitschenknall in die Kommentare, so ein P-S-C-H-Z-K. Dann weiß er, dass das von uns kommt. Und schreibt doch mal bitte hier in die Kommentare, ob ihr euch Teil 5 im Kino anschaut oder ob ihr sagt, ne, nur die ersten drei sind die wahren Indie-Filme. Ich freue mich noch, wenn ihr auf Abonnieren drückt und die Glocke. Dann verpasst ihr keine Folge mehr von uns und wir können uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Wenn ihr eine Einschätzung haben wollt, ob sich der neue Teil lohnt, dann schaut doch mal hier oben bei Robert Hoffmann vorbei. Der hat eine Filmkritik dazu gemacht. Und hier unten gibt es noch einen Short von uns, das sich damit beschäftigt, warum Indiana Jones der beste Schatzjäger der Welt, aber der beschissenste Mathematiker ist.